willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kathi Claudel und es wird Zeit für eine neue Traumreise, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen in den Schlaf begleitet. Den Ton dafür gibt die 10-jährige Lani an. Und zwar wünscht sich Lani eine Traumreise in den Bergen mit Sonnenschein und Blumenwiese an einem See mit Steg. Diesen Wunsch wiederum habe ich verbunden mit denen von Leo, 8 Jahre alt, Paula, 5, Marinus und Martin, der 6-jährigen Jonna, Milla ebenfalls 6, Adrian und der 7-jährigen Nora. All diese Traumreisekids wünschen sich eine Geschichte über einen Bauernhof bzw. den Tieren, die es dort gibt. Und zwar sollen das bitte Hühner, Hunde, Katzen, Schweine, Kühe und Pferde sein. Hinzu kommt der Wunsch von Hannah, 6 Jahre alt, die gerne von Schmetterlingen und Pferden träumen möchte. Victor, 6 Jahre alt, mag etwas über Hunde hören. Er selbst besitzt übrigens einen Weimaraner-Welpen. Amalia, 5 und Karl Ferdinand, 2 Jahre alt, möchten gerne Hundebabys in der Traumreise haben, genau wie Henriette. Und Sarah hat den Wunsch, dass ihr im Traum 3 Katzen inklusive Babykatzen auf einer Wiese begegnen. Ihr Lieben, es war mir eine Freude, euch eine Bergbauernhof-Traumreise zu basteln und ich hoffe sehr, sie gefällt euch, euren Eltern und allen anderen Kindern und Erwachsenen, die gerne damit einschlafen und sich in die Berge träumen möchten. Habt ganz viel Freude damit und die schönsten Träume. Eure Kathi. Hallo du, schön, dass du da bist und mit mir auf eine wundervolle Reise gehen möchtest. Heute geht es in die Berge. Und um uns darauf vorzubereiten, legst du dich bitte so hin, wie du gerne liegen möchtest. Mach es dir ganz bequem in deinem Bett und schließe bitte deine Augen. Stelle dir vor, du bist auf einer Wiese mit dutzenden Pusteblumen, die nur darauf warten, dass du ihre Samen in alle Himmelsrichtungen verteilst. Also atmest du tief durch die Nase ein und wenn du gleich lang durch den Mund ausatmest, suchst du dir eine Pusteblume aus, kniest dich zu ihr nieder und pustest ihre Samen davon. Und noch einmal tief durch die Nase einatmen. Pusteblume suchen und lang und gleichmäßig durch den Mund wieder ausatmen, während du die Blume von ihren Samen befreist. Siehst du, wie die Samen durch die Luft segeln? Wie dutzende klitzekleiner Fallschirme. Und ein letztes Mal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Und die Samen der Pusteblumen davonblasen. Super! Lasse deinen Atem jetzt wieder so fließen, wie er gerne fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Wie der Samen einer Pusteblume im Sommerwind.
Und jetzt stelle dir vor, du befindest dich hoch in den Bergen. Baumgruppen aus Fichten auf der einen und solche aus Buchen, Bergahorn und Eichen auf der anderen Seite umsäumen den Wanderpfad, auf dem du stehst. Dennoch ist dein Blick ins Tal frei und du hast eine fantastische Aussicht auf grüne Wiesen, buschige Bäume, klitzekleine Häuser in der Ferne, langgestreckte Flüsse und spiegelglatte Bergseen. An einem der Seen bleiben deine Augen hängen. Er ist gar nicht weit entfernt. Direkt daneben befindet sich ein Gehöft. Und rundherum erkennst du Weiden, auf denen Tiere grasen, die du von hier oben allerdings nur als kleine braune Punkte wahrnimmst. Du musst näher heran. Tief atmest du die klare Bergluft in deine Lungen, während du dich auf den Weg machst. Die Sonne strahlt und du genießt ihre angenehme Wärme auf deiner Haut. Das Ziel vor Augen, arbeitest du dich Schritt für Schritt hinunter ins Tal. Schließlich ist der See zum Greifen nah und du erkennst die ersten Tiere, die hier auf einer Weide stehen und das Leben in den Bergen genießen. Es sind 4 braune, 2 schwarze und ein weißes Pferd. Neugierig kommen die Tiere an den Zaun getrabt, als du an der Weide entlang spazierst. Ihre schönen, klaren Augen tragen so viel Tiefe in sich, dass du einen Augenblick lang stehen bleibst und die Pferde lächelnd betrachtest. Der Schimmel reckt dir den Kopf entgegen und du nimmst seine Einladung, ihn zu streicheln, dankbar an. Seine weichen Nüstern streichen sanft und warm über deine Handfläche. Ist er nicht wunderschön? Dann aber verabschiedest du dich von dem Tier und läufst weiter in Richtung See. Er ist umsäumt von einer bunten Blumenwiese. Blüten in allen Regenbogenfarben recken ihre zarten Köpfchen in Richtung Sonne. Schmetterlinge in Rot, Orange und Schwarz-Weiß tanzen darüber hinweg, als würden sie dem Leben zuliebe eine ausgelassene Party feiern. Schau nur, wie fröhlich sie umherflattern und von einer Blüte zur nächsten tanzen, wie kleine Feen. Du gehst weiter hinab und stehst nach wenigen Schritten vor dem Bergsee.
dessen klares Wasser so still vor dir liegt wie ein Spiegel. Vom Ufer her läufst du über einen geraden Steg bis zu dessen Ende. Dort setzt du dich hin und betrachtest das spiegelglatte Wasser unter dir. Du bekommst Lust, es zu berühren. Na los, dreh dich auf deinen Bauch und strecke die Arme aus. Gerade so erreichen deine Hände das kühle Nass unter dir. Erfrischend benetzt es deine Fingerspitzen, die du in Kreisen durch das Wasser ziehst. Hin und her, auf und ab, rundherum. Schließlich stehst du wieder auf und gehst zurück zum Weg. An der Blumenwiese entlang führt er zum Bauerngehöft. Du folgst ihm eine Weile, bevor du plötzlich eine Bewegung in der Wiese wahrnimmst. Direkt neben dir. Vielleicht ist es ein Hase. Aber nein, schau nur. Es sind drei getigerte Kätzchen. Wie süß. Eine große und zwei verspielte Babykatzen. Die erwachsene Mieze liegt entspannt in der Wiese und schaut ihren Babys zu, wie sie miteinander herumtollen. Du zwinkerst der Mamakatze zu, weil du weißt, dass ihr das zu verstehen gibt, dass du keine Gefahr für sie darstellst. Dann gehst du langsam weiter. Doch die Babykatzen haben andere Pläne mit dir. Mit tollpatschigen, wilden Sprüngen laufen sie dir direkt vor die Füße und mauzen dich frech an. Du gehst in die Knie und streckst ihnen eine Hand entgegen. Das eine Katzenkind, offenbar ein Kater, versteht deine Geste als Einladung und fängt an, stürmisch mit deiner Hand zu spielen. Während das zweite Babykätzchen etwas zurückhaltender ist und im Hintergrund bleibt. Das Katerchen hangelt sich an deinem Arm hoch und springt wild herum. Du musst grinsen über so viel Lebensfreude und Verspieltheit. Vorsichtig kraulst du dem Katzenkind seine Öhrchen und erhältst ein lautes Schnurren als Antwort. Dann aber löst du dich von den Katzen, winkst ihnen zu und gehst weiter in Richtung Bauernhof.
hinter einer Kurve entdeckst du überrascht noch eine weitere Weide. Sie war verdeckt von Bäumen, doch insgeheim hattest du dich schon gefragt, woher das Geläute kommt. Kuhglocken. Vier der sanften Riesen stehen hier mit zwei Kälbern auf der Wiese und fressen entspannt das frische Berggras. Als die Kühe dich entdecken, ist es jedoch vorbei mit der Ruhe. Fröhlich laufen die Tiere dir entgegen und bleiben neugierig am Zaun stehen. Du gehst näher und tätschelst ihnen die großen Köpfe. Sanft blicken sie dich aus ihren großen braunen Augen an. Den kleinen Kälbchen jedoch wird das Rumgestehe schnell langweilig. Mit wilden Sprüngen lösen sie sich aus der Gruppe und tollen fröhlich über die Wiese. So niedlich die zwei. Auch du möchtest weiterziehen und winkst den Kühen zum Abschied zu. Als du schließlich auf dem Hof ankommst, läuft dir ein großer silbergrauer Hund entgegen. Zuerst ist dir ein bisschen mulmig zumute, aber bald darauf erkennst du, dass der Hund freundlich gesinnt ist. Schwanzwedelnd springt er um dich herum und bellt aufgeregt. Du streichelst ihm über den Kopf und die langen, breiten Ohren. Doch dann entdeckst du rechts von euch Stallungen, aus denen aufgeregtes Gequieke dringt. Du läufst zum Eingang und schlüpfst in den Stall hinein. Hinter einem langen Holzgitter erkennst du sofort die rosa Ringelschwänzchen und niedlichen Steckdosennasen. Schweinchen! Und zwar ein ganzer Haufen. Zwei Mamaschweine und bestimmt an die 20 Babyschweinchen. Wow! Zum Glück ist der Stall riesig. Und du siehst, dass es eine Tür gibt, die ins Freie führt. Im Moment aber scheinen alle Schweinchen drinnen zu sein. Es ist wohl Essenszeit. Beziehungsweise trinken. Denn die beiden Mamas haben sich auf die Seite gelegt und die Babys machen sich stürmisch übereinanderrennend über ihre prall gefüllten Zitzen her. Du meine Güte, jedes will das Erste sein.
Da geht es aber ganz schön wild zu. Du bewunderst die Mamaschweine für ihre Ruhe. Völlig entspannt liegen die zwei da und lassen ihre Babys machen. Bald schon hörst du einvernehmliches Schmatzen. Aber dann hörst du ein anderes Geräusch, weiter hinten im Stall. Neugierig läufst du hindurch und entdeckst schließlich ganz, ganz hinten eine weitere Box. Und was hier hinter dem Holzgitter im Stroh liegt, ist an Niedlichkeit kaum zu übertreffen. Hundewelpen! Du meine Güte, sind die süß! Und ihre Mama ist auch dabei. Sie alle sehen genauso aus wie der Hund, der dich vorhin auf dem Hof begrüßt hat. Sicher war das der Papa. Du lässt deine Augen über die silbergrauen Welpen wandern und zählst 7 kleine Köpfchen. Du hast die Hundefamilie wohl bei einem Nickerchen erwischt. Aber jetzt kommt allmählich Leben in die kleinen Babyhunde. Neugierig laufen sie in deine Richtung und springen quiekend und winselnd an dem Holzgitter hoch. Auch die Mama begrüßt dich schwanzwedelnd. Du kannst nicht anders. Vorsichtig öffnest du das Gitter und schlüpfst schnell hinein, sodass keins der Babys entwischen kann. Jetzt springen die kleinen Hunde an dir hoch und wetteifern aufgeregt um deine Aufmerksamkeit. Du kniest dich ins Stroh und die Babys tollen über dich hinweg. Welch ein Gewusel! Kleine, flauschige Köpfchen mit witzigen, langen Schlappohren schmiegen sich in deine Handflächen. Die Augen der Babyhunde sind noch himmelblau, während die der Mama bernsteinfarben leuchten. Eins der Babys buhlt besonders wild um deine Aufmerksamkeit. Winselnd, jaulend und quiekend springt er immer wieder an dir hoch, während sein langer Schwanz wild hin und her peitscht. Eigentlich wackelt der ganze Hundepopo dabei. Diese Babys sind einfach zu süß. Dann fangen einige der Welpen an zu raufen. Dabei geht es ganz schön wild zu. Tollpatschig werfen die Kleinen sich übereinander und toben, was das Zeug hält. Du fühlst dich wie im Himmel, während du mit den 7 Hundebabys und ihrer Mama schmust und spielst. Also bleibst du einfach eine Weile da und genießt diesen Augenblick. Thank you.
Als du die Box schließlich wieder verlässt, kuscheln sich die Kleinen gerade an ihre Mama und aneinander. Sind die aber müde. Kein Wunder, durch die Fenster erkennst du, dass es draußen langsam dämmert. Bald schon wird es dunkel sein. An den Schweinchen vorbei läufst du aus dem Stall. Als du über den Hof zu den Gästezimmern gehst, laufen gerade einige Hühner gackernd an dir vorbei. Du grinst sie an und freust dich über die urige Bauernhofatmosphäre. Morgen früh wird dich sicher das Krähen des Hahnes wecken. Darauf freust du dich schon sehr. Dann gehst du ins Bauernhaus und steigst die Treppe hinauf zu deinem Zimmer. Die klare, frische Bergluft hat dich müde gemacht. Und so läufst du direkt ins Bad. Putzt dir die Zähne und wäschst dich. Anschließend ziehst du dir deine Schlafsachen an und legst dich ins gemütliche Bauernbett. Sofort fallen dir die Augen zu. Und während du noch einmal an die schlafenden Hundebabys denken musst, spürst du, wie sich eine angenehme Müdigkeit in dir ausbreitet. Alles wird ganz weich und leicht. Und so lässt du dich einfach treiben. Immer weiter und weiter. Bis in einen tiefen, erholsamen Schlaf.